alles im Endeffekt war er jetzt. Jetzt bin ich langsam natürlich älter und jetzt gibt es irgendwann auch dann andere Dinge. Aber sonst die letzten 10, 15 Jahre war das, glaube ich, echt mein Leben. Ich ein super Team als Unterstützung habe und natürlich immer mein Trainer, der mich unterstützt hat und einen guten Verein und natürlich ganz wichtig die Sponsoren, der Arbeitgeber, weil nur so kann man sich natürlich die Zeit nehmen. Wenn man das jetzt nicht hätte, sich einfach nicht irgendwie eine Wohnung leisten kann oder sonst das Leben drumherum, dann muss man natürlich arbeiten, dann kann man auch keinen Sport machen. Ja, finanziell ist es halt super schwierig in der Leichtathletik gerade. Da muss man halt irgendwie Glück haben. Und ich hatte es irgendwie, hatte auch den Erfolg natürlich, aber ich weiß genau, dass es andere deutlich schwieriger haben. Also da muss irgendwie alles passen. Man muss der richtige Typ sein, man muss die richtige Zeit erwischt haben, man muss den richtigen Erfolg haben. Und wenn es in einem Jahr vielleicht mal der Wirtschaft schlecht ging, wie 2009 zum Beispiel, da hatten wir eine Heim-WM, da hat man gedacht, boah, jetzt geht's ab mit Sponsoren, aber es hat sich einfach keiner dafür interessiert für die Leichtathleten, ja, weil einfach in der Wirtschaft kein Geld mehr da war. Und das ist natürlich dann schon schlecht, wenn man einfach überhaupt nichts damit verdienen kann und irgendwann mit dem Sport aufhört und nichts hat. Manchmal ärgern mich natürlich die Fußballer, wenn man hört, was die im Endeffekt verdienen, ja, an Summen, jetzt gerade wo wir hier in dem Gebäude stehen. Also ich bin selber ja ein ganz großer Eintracht-Fan und so, aber natürlich, wenn man dann auch irgendwann aktiv ist und erfolgreich ist, dann kriegt man das ja mit und dann und diese Summen gehen ja immer, werden ja immer höher und höher und das ist halt dann schon schade, dass es einfach so viele Menschen gibt auf der Welt, jetzt nicht nur Fußballer, Manager, es ist ja genauso, die einfach übertrieben viel Geld verdienen, ja. Und da werden wir jetzt gerade Leichtathleten, die einfach so viel leisten, dann komplett vergessen, ne?